geistliche Herren, sehr geehrte, liebe anwesende Niederösterreicher, Landsleute, Südmährer, Südböhmer, Geislinger, alle begrüße ich und sehr herzlich und freue mich darüber, dass ein anderer die namentliche Begrüßung vorgenommen hat, nämlich dieses ist immer das größte Problem. Der sowas noch nicht gemacht hat, der wird es mir zuerst mal üben, wie das ist. Und deshalb jetzt das, was ich euch zu sagen habe. Die Grüße münde ich über in das, was sich hier gehört, nämlich in einen Dank. Ein Dank dafür, dass wir am Leben sind, dass wir in Freiheit sind und dass wir uns wiedersehen. Dieses gibt Stärke, gibt Kraft für den Tag und die Zeit. Das ist nichts ganz Allgemeines, sondern denken Sie darüber nach, wie jeder Tag zu absolvieren ist, wie jeder Tag nicht nur als Arbeitstag, sondern auch unseren Idealen nach zu leben ist. Und das, was hier unsere Vorväter im Geiste und in der Kraft der Verwirklichung gemacht haben, das ist bemerkenswert. Und Weggenossen, und ich kann es und muss es sagen, und Weggenossen wie Siegfried Ludwig waren es, die diese Fundamente getragen haben, gegossen haben, auf das, auf die wir jetzt zu stehen gekommen sind. Und das, was wir jetzt registrieren und dankbar dafür sind, das haben frühere Generationen jenseits der Grenze und diesseits der Grenze, die ja keine mörderische mehr ist, sondern eben eine geografische, wie wir es in Europa kennen. Ich danke für alle Südmeerinnen und Südmeerer im Land Niederösterreich, das heute etwas spärlich vertreten ist. Ich danke den Gemeinden und Städten hier an der Grenze entlang. Das sage ich zwar immer, hat aber immer dieselbe Bedeutung. Wenn es dieses Dankeschön nicht geben würde, dann hätten wir keinen Grund, aber wir haben enormen Grund dafür, dankbar zu sein. Und der, wie ich nun 30 Jahre dieses jedes Jahr absolviert, der weiß, wofür zu danken ist. Den Frauen und Männern, die uns dafür, die wir eben in Anspruch genommen haben, die sich engagieren ließen und zum Teil aus totaler Überzeugung. Ja, die Mitmenschlichkeit, die dazu notwendig ist, hat nachgelassen. Und es ist auch unsere Aufgabe, dieses wieder anzuwärmen. Nicht den Egoismus nur zu betreiben, sondern das, was uns eint im Geiste und in den Symbolen, die wir hier vor der, dem wir hier stehen. Wir sind dabei, die Generation der Heimatvertriebenen ist dabei, gewissermaßen das Erbe zu vergeben. Das Erbe zu vergeben an die Jüngeren, an die ganz Jungen. Und ich möchte heute für die Südmeerer, nicht nur für den Südmeerer Bund, sondern für die Vereine in Österreich sagen, lasst euch beerben. Und das heißt also, gebt weiter an die Jüngeren, auch wenn die Fähigkeit dazu noch nicht ganz so ausgereift scheint. Man weiß nie, welches feste Kapital in den Menschen steckt,
wenn man sie mit dem Geist des Erbes versieht. Ich appelliere an alle euch und tragt es weiter in die Familien. Wir brauchen Erben unseres Geistes, der Freiheit, des Rechtseintritts, dass nicht wieder so etwas geschehen kann. Was geschehen ist, die Annäherung, die jetzt stattfindet und die wir über Grenzen hinweg auch in der Region verspüren. Ich war vor einer Woche in Rheingers. Da kamen eben zwei Vizebürgermeister herüber aus Neubistritz. Und dort haben sie zur Kenntnis zu nehmen gehabt, dass wir friedfertige Menschen sind. Und sie haben auch vor einem Jahr schon die Vertreibungsgeschichten, die wir dorthin in tschechischer Sprache verbreitet haben, zur Kenntnis genommen und mit Betroffenheit quittiert. Dieses alles ist unser Erbe. Und dieses Erbe wollen wir weitergeben. Nämlich, das Erbe verspricht Arbeit, verspricht aber auch das, was immer wieder den Menschen edelt. Nämlich der Geist der Freiheit, der Gläubigkeit und der Geist der Nächstenliebe. Ich muss es so sagen, nämlich er ist umfassender als alles andere. So möchte ich den Gedanken der Erbung unsere Aufgabe damit abschließen, dass ich zur Alltagspolitik etwas sage. Wir haben beim Sudetendeutschen Tag das erste Mal einen offiziellen Minister der tschechischen Regierung zu Gast gehabt. Und er hat gesprochen, wie es einem freiheitsliebenden Menschen, der sicher auch vieles an Unfreiheit schon erlebt hat und seiner Familie es sagen darf. Und deshalb wollen wir das nicht etwa negieren. Aber wir wollen auch das sagen, was noch zu tun ist. Nämlich, die tschechische Presse schreibt sehr Böses über diesen Minister. Dieses gehört sich nicht nur nicht, sondern es muss ausgelöscht werden aus den Köpfen. Die Versöhnlichkeit, von der alle sprechen, ist noch lange nicht wirklich in der Breite der Bevölkerung eingekehrt. Werben wir weiter darum, dass diese Versöhnlichkeit in der Breite auch Platz greift. Denn nur dann werden genügend Politiker in der Tschechischen Republik aufstehen und sagen, das, was man euch Sudetendeutschen, euch Südmährer, euch aus Südböhmen angetan hat, war Unrecht. Wir können es zwar nicht mehr wiedergutmachen, aber wir bedauern es und wir wollen es zu Wege bringen, dass ein großes Signal der Verständigung, zum Beispiel eine Körperschaft öffentlichen Rechts aus Sudetendeutschen und Tschechen entsteht. Dieses hat die Aufgabe, die Geschichte der Sudetendeutschen, die Kultur zu bewahren und als ständige Aufgabe der Zusammengehörigkeit in Europa zu dienen. Europäer, muss ich sagen, die wir alle auch sind. Ohne dieses werden wir diese Zeit
nicht bestehen. Ohne Europa in einer funktionierenden Zusammenarbeit und nicht nur einer deklarierten. Wir müssen Europa mit in diesen Wochen und Monaten mit unserer Stimmung retten, helfen. Es ist so, ich nehme dieses Wort bewusst, es ist so, wir zweifeln an allen Ecken und Enden. Wir, die deutschen Heimatvertriebenen, haben 1950 gesagt, wir wollen Deutschland und sinngemäß Österreich wieder aufbauen helfen. Und wir wollen Europa als Lösung der Probleme angehen, damit die Zusammenarbeit in Europa entsteht. Das heißt, keine Kriege mehr entstehen. Feind der Menschheit, der Krieg, den darf es unter uns in Europa zumindest nicht mehr geben. Und deshalb fordere ich wiederum, wie in allen Jahren, über die Grenze hinweg die tschechische Regierung auf. Es ist an der Zeit, wirklich den Frieden mit uns, den Sudetendeutschen, zu machen. Ich danke. Und jetzt, ich weiß ja wohl, dass der Landesrat schon gekommen ist. Lieber Freund Philipp, noch ein paar Minuten. Ich habe jetzt eine große Freude, nämlich deshalb bin ich den ganzen Kreuzberg wieder runtergerannt, um eine Urkunde zu holen, die ich ursprünglich eben im Auto vergessen habe. Ich habe eine Urkunde und eine Ehrung vorzunehmen, die begründet ist und die nicht nur so gegeben wird. Ich möchte gerade das, was ich vorher von dem geistigen Erbe gesprochen habe, möchte das unterstreichen, indem, und dazu möchte ich meinen Stellvertreter Reinfried Vogler bitten, wegen der Bedeutung auch mit vorzukommen, dass wir die Ehrung, die wir ja miteinander beschlossen haben, auch übergeben. Diese Ehrung gilt dem Obmann des Heimatverbandes der Südmährer in Österreich, nämlich Günther Grech. Ausnahmsweise gilt hier mein Wille und nicht deiner. Und aus diesem Grunde, ich habe von Erbe gesprochen. Der Reinfried und ich haben hier in Österreich einen Standort, weil Österreich ja unsere Heimat ist. Das habe ich jedes Mal hier gesagt. Und deshalb überreicht der Südmeererbund in aller Form dir die Ehrenurkunde und das große südmährische Ehrenzeichen in Gold. Der Text lautet: Ehrenurkunde, der Südmeererbund verleiht in dankbarer Anerkennung der um die Heimat Südmähren erworbenen hervorragenden Verdienste Herrn Diplomkaufmann Hans-Günther Grech, Nikolsburg, das große südmährische Ehrenzeichen in Gold. Auszeichnung, weil es ist ein Zeichen des Alters. Und wenn ich so etwas annehme, dann nur in Vertretung meiner treuen Mitglieder, die ich schon seit Jahrzehnten kenne und die mir seit meinem Amtsantritt treu zur Seite stehen. Sehr viele davon sind hier und für die nehme ich das an.
Ansonsten, und außerdem, weil du es mir übergeben hast, sonst hätte ich es abgelehnt.